Hallöchen, Freunde, ich bin's mal wieder mit einem neuen Mini-Strip-Part nur für euch. Im vorherigen Part habe ich das Flammenelement erhalten. Und in der Hülle der Flamme habe ich außerdem noch den Wirbelstab gefunden. Damit kann ich Objekte umdrehen und aus Löchern quasi Sprungbretter machen, weil sie mich dann nach oben katapultieren. Und Melter konnte doch tatsächlich das zerbrochene Schwert der Minish reparieren. Und ich besitze jetzt das weiße Schwert. Das Schwert des Alberich habe ich natürlich jetzt nicht mehr dabei, weil ich jetzt ein besseres und stärkeres Schwert habe. Und jetzt bin ich wieder hier in der Stadt. Und das Erste, was ich machen werde, das habe ich euch auch allen versprochen, ich kaufe mir jetzt endlich mal eine größere Geldbörse. Die hätte ich mir schon früher kaufen können, aber leider hatte ich da zu wenig Geld, aber jetzt habe ich endlich genug. So, hier. Die will ich. Eine Geldbörse macht 80 Rubine, da passen viele Rubine rein. Praktisch. Kaufst du das? Na klar. Große Geldbörse erhalten! Jetzt kannst du mehr Rubine tragen! Herzlichen Dank! Bis zum nächsten Einkauf! Ich erwarte dich! Ja, es ist nur ein bisschen komisch, dass nicht angezeigt wird, wie viele Rubine ich jetzt tragen kann, aber ich glaube, es sind 300. Anfangs konnte ich nur 100 tragen, dann sind es jetzt 300 und ich kann das Limit übrigens noch 2 weitere Male erhöhen. Aber das geht halt erst später. Aber jetzt kann ich wenigstens schon mal bis zu 300 Rubinen tragen. Hier saust schon wieder der Postbote durch die Stadt. Und dann kann ich euch auch noch was zeigen. Ich habe ja schon, als ich vom Teloria-Wald zurückgekehrt bin, mit dem magischen Krug den Marktplatz ein bisschen gesäubert. Und jetzt ist hier immer noch niemand. Verstehe ich nicht. Naja, irgendwann kommt hier später noch jemand, der sich hier hinsetzen wird, weil ich hier schon sauber gemacht habe. Vielleicht kommt der erst, wenn ich wenn ich im Spiel halt weiter fortgeschritten bin. Und hier haben wir übrigens noch etwas Interessantes, schau ich auch mal rein. Eine Bäckerei. Das riecht aber lecker. Kann man hier mal etwas probieren? Frag doch mal nach. Guten Tag. Bring zur Kasse, was du kaufen möchtest. Okay. Das hier zum Beispiel. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Konditor. Ein Brot kostet 20 Rubine, vielleicht ist ein Glücksbringer darin. Ja, kaufen. Du hast ein Brot gekauft, das sieht aber lecker aus. Im Inneren war ein Glücksfragment verborgen. Ja, die Glücksbäckerei. Also hier kann man sich verschiedenste Sachen in der Bäckerei kaufen. Wenn man eben Glück hat, ist da drin sogar ein Glücksfragment mit eingebacken worden und das bekommt man dann. Jetzt habe ich da zwar gar kein Geld mehr, aber das macht nichts. Ich will jetzt mal gucken, mit wem ich hier alles Fragmente vereinen kann. Er will nicht. Willst du? Ja, er will Fragmente vereinen. Wollen wir Fragmente vereinen? Na klar, mit Bruna. Na bitte, da habe ich was Passendes, also dann, Fragmente vereinen! Die beiden Fragmente passen perfekt, jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ding! Oh, das ist schon wieder ein Baum, der frei wird, wo die Dornen weggehen. Yeah, geil! Das ist bei der nördlichen Ebene von Hyrule gleich in der Nähe vom Schloss. Die passen perfekt, da passiert bestimmt was Gutes. Auf jeden Fall. So, was ist mit dir, Oma? Sie möchte nicht. Was ist mit dir? Auch nicht. Es will nicht immer sofort jeder. Außerdem weiß ich noch, dass das immer variiert. Also es ist immer zufallsbedingt, wer gerade Fragmente vereinen will. Es kann oft sein, dass zum Beispiel eine Person vorhin noch Fragmente vereinen wollte und dann auf einmal nicht mehr und dann möchte es wieder jemand anders. Also das ist ziemlich kompliziert. Und ich sollte außerdem noch einmal Meister Magnus besuchen, weil ich jetzt eine neue Schwerttechnik lernen kann. Weil ich ja jetzt auch ein besseres Schwert habe. Also, Hallöchen. Nanu, dieses Schwert! Du bist doch geschickter geworden! Ja, jetzt können wir eine neue Technik trainieren! Bist du willens, bei mir zu trainieren? Oh, ja bitte. So sei es! Ich werde dich die Technik des Steinspalters lehren! Erstens, zerschlage den Krug mit dem Schwert. Es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Naja, aber hallo. Gut, das freut mich.
Ich hätte auch nicht gewusst, wie ich es dir sonst erklären sollte. Doch Schwertechniken muss man mit dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Nun also die Marionettentechnik von Meister Magnus. Seh und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. So, nun versuche es selbst. Zerschlage den Krug mit dem Schwert. Und es sei vollbracht. Okay, ich zeig das, das. Und zack. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du deine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Du hast den Steinspalter erlernt. Zerschlage Spielensteine und Krüge. Ach, endlich kann ich mit dem Schwert auch Krüge und Steine kaputt machen. Das ging ja anfangs noch gar nicht, aber jetzt geht's. Haha. Ja, und wenn ich dann wieder etwas weiter im Spiel fortgeschritten bin, lerne ich bei dem natürlich noch mehr neue Sachen. Ja, hier haben wir noch eine Katze auf der Brücke sitzen. Der Postbote, will die eigentlich vereinen? Nö. Irgendwie gerade nicht. Gerade nicht. Was ist mit euch Kindern? Die wollen auch nicht. Die will auch nicht. Will denn hier keiner mehr Fragmente vereinen? Die zwei vielleicht. Nö, auch nicht. Wollen wir hier kurz reingucken? Du möchtest auch nicht. Ah ja, hier kann ich euch auch etwas Interessantes zeigen. Dieser Krug hier, diese große Vase, kann man jetzt mit dem Wirbelstab umdrehen. Und schon ist daraus ein Portal geworden, wo ich mich schrumpfen kann. Also dann. Ganz schön clever. Eine richtig geile Idee. Wer hätte gedacht, dass selbst Werkzeuge Portale sein können? Die Minis sehen klein aus, aber sie haben viel Fantasie. Das stimmt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, als Winzling kann ich sogar mit den Tieren sprechen. Also ich kann den Hund hier zum Beispiel ansprechen und der will sogar Fragmente vereinen. Fragmente vereinen? Wuff, probieren wir es. Er ist Wuff. Der möchte tatsächlich Fragmente vereinen und ich habe sogar was Passendes. Also dann, vereint euch! Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Ja, man kann sogar mit Tieren Fragmente vereinen. Das ist einfach nur geil und... Aha. Oh, interessant. Südliche Ebene von Hyrule, da ist gerade ein geheimer Durchgang erschienen. Ja, sie passen perfekt. Wuff, passiert jetzt etwas Gutes? Na klar. Und wie was Gutes passiert? Ja, also man kann nicht nur mit den Menschen, man kann sogar mit den Tieren Fragmente vereinen. Das ist einfach nur geil. So, und seht mal, wen wir hier haben. Sie möchte zwar jetzt nicht Fragmente vereinen, aber ihr könnt euch bestimmt denken, wer das ist. Das ist nämlich Anju, die Hühnerfrau, bekannt aus Ocarina of Time und Majora's Mask. Sie gibt es auch hier. Und natürlich wieder mit Hühnern. Man kann bei ihr nämlich ein Minispiel spielen, wo man wieder Hühner einsammeln muss. Genau wie in Ocarina of Time früher. Das ist einfach nur toll. Und das hier ist ein Geist. Hast du keine Angst? Nee. Ja, aber gut, ich habe jetzt sowieso keine Rubine, weil das Minispiel kostet nämlich was. Aber ist nicht so schlimm. So, hier drin. Oh, hier ist eine Frau mit einer Katze. Tag, mein Bruder ist in der Schule. Aha, schön für ihn. Gut, die wollte auch nicht vereinen. Hier wäre wieder ein Huhn, vielleicht würde der auch vereinen wollen. Ich glaube, das hier hat immer noch nicht offen, oder? Nee, ach so, ich fürchte, ist noch geschlossen. Immer noch. Macht aber nichts. Der alte Opa will auch nicht vereinen. Ihr seid doch alle langweilig, wenn ihr nicht vereinen wollt. Naja gut, wenn die alle nicht vereinen wollen, kann man nichts machen. Dann... Oh, der Opa will vereinen! Du willst Fragmente vereinen? Wir können es ja mal ausprobieren. Helge möchte vereinen und ich habe was Passendes. Also dann, Fusion! Aha, da war ich aber noch nicht. Eine Schatztruhe ist erschienen, und zwar mitten in der Stadt, dort hinten. Sie passen perfekt zusammen, jetzt geschieht wohl etwas Gutes.
Ja, aber ich komme halt leider noch nicht an diese Schatztruhe an, weil die dort hinten ist und dazu müsste ich irgendwie in die Schule rein, aber da ist gerade noch Unterricht, da komme ich auch erst wesentlich später im Spiel rein. Okay, ich glaube, ich habe dabei mit jedem Fragmente vereint, der gerade Bock drauf hatte, also der was zu vereinen hatte, der Soldat möchte nicht. Was ist mit dir? Nein. Hier drin? Oh, der Typ will vereinen. Seht mal, man kann übrigens anhand der Denkblasen, die Symbole, die man da drin sieht, kann man oft erahnen, was man dann erhält, wenn man ein Fragment vereint. Vorhin war was mit einem Herz, mit einem Krug und auch mit einem Rubin und der hat ein Fragezeichen, das ist was ganz Besonderes. Fragmente vereinen, ja. Gut, mal sehen, ob sie passen. Fremder, der hat sogar ein rotes Fragment. Aber schade, das, was ich habe, passt leider nicht. Tja, Pech gehabt. Was denn? Keine Lust beim nächsten Mal? Ja, beim nächsten Mal. Ja, schade. Leider nicht das Passende. Der Hund hier, der blockiert auch voll fies den Weg. Ja, der will mich hier nicht vorbeilassen. Geht auch erst später. Macht aber auch nichts. Okay, na dann würde ich mal sagen, wir gehen zum Schloss. Oder besser gesagt, wir gehen erstmal zur nördlichen Ebene, weil ja hier jetzt etwas frei geworden ist. Da sind jetzt die Dornen von diesem einen einzelnen Baum verschwunden. Nämlich von dem hier. Und hier geht's wo rein? Ach so, ein Feenbrunnen. Ja, ich könnte mir theoretisch eine Fee fangen. Tada! Du hast deine Fee eingefangen, sie hilft dir, wenn du am Ende bist. Das bin ich zum Glück noch nicht. Aber immerhin. So, dann war doch aber noch woanders was. Wow, das war doch aber bei der südlichen Ebene. Ach, das mache ich später, ja. Ich gehe erstmal zum Schloss, denn irgendwo im Schloss soll sich ja die heilige Stätte befinden. Und dort muss ich ja die Kraft der Elemente auf das weiße Schwert übertragen. Zwei habe ich ja schon gefunden. Ob wir hier in diesem Aufzug unangenehm auffallen? Nö, wieso denn? Mein Großvater und der König sind doch eh dicke Kumpels. So, man muss allerdings etwas weiter nach unten, damit man zur heiligen Stätte gelangt. Muss man ein Stockwerk nach unten gehen und dann hier nach draußen. Ah, Link, ist das nicht das Tor zur heiligen Stätte? Offenbar können nur du und ich diesen Ort sehen. Los, hinein! Heilige Stätte. Dies muss die heilige Stätte sein. Hier kann man die Kraft der Elemente auf das Schwert übertragen. Dort in der Mitte ist ein Podest für das Schwert. Ganz genau. Das erinnert ein wenig an das Masterschwert, was ja auch in einem Stein drin steckt. Aber das weiße Schwert ist ein ganz ein anderes Schwert. Und selbst wenn es später mal das heilige Schwert ist, darf man es nicht mit dem Masterschwert verwechseln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Klingen. Aber trotzdem werde ich es jetzt hier in den Stein stecken. So. Erdelement und Flammenelement, übertragt eure Kräfte! Und es hat seine Farbe verändert. Jetzt hat es einen roten Griff. Ding! Das Schwert hat nun die Kraft des Erd- und des Flammenelements. Was zum... Wow, eine Steintafel! So, so. Lade das Schwert dort auf, wo der Boden leuchtet. Steht da. Es geht wohl um diese leuchtenden Tafeln. Wenn du dort das Schwert lange genug auflädst, geschieht vielleicht etwas. Link, probier's aus. Okay. Oh, dein Körper hat sich verdoppelt. Das ist die Kraft des weißen Schwertes. Das bedeutet, auf diesen Tafeln kannst du dich vervielfachen. Und genau das ist die besondere Fähigkeit des weißen Schwerts. Das kann ich hier auch gleich noch einmal ausprobieren, damit ich hier wieder rauskomme. Jetzt kann ich endlich zwei Schalter zur selben Zeit drücken.
Nämlich einmal als ich selbst und einmal halt als mein Abbild von mir. Vor allem, das läuft mir auch genau hinterher, solange wie die grüne Leiste hier ist, unter den Herzen. Die wird natürlich mit der Zeit immer weniger und wenn sie ganz weg ist, dann ist auch mein Abbild wieder weg. So, oder wenn ich wo reinlaufe, verschwindet mein Doppelgänger genauso. Also bei Hindernissen muss man aufpassen, dass man da eben keinen Blödsinn macht. Aber gut, das war jetzt mal das Allerwichtigste. Dass ich mal die beiden Elemente hier übertragen habe. Und wenn ich das nächste gefunden habe, muss ich wieder hierher zurückkehren. Gut, ich glaube, hier drin will eh niemand vereinen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass der König oder gar der Minister Fragmente vereinen wollten. Aber ich kann ja trotzdem mal vorbeischauen. Bevor es nämlich doch so ist, gehe ich lieber auf Nummer sicher. Gut, hier haben wir den Thronsaal. Ah, oh, tatsächlich, er will vereinen. Der König will auch vereinen. Okay, sehr geil. Du möchtest Fragmente vereinen? Ja, gut. Und er heißt Dartus, König Dartus. Sieht vom Aussehen her genauso aus, eigentlich wie der König von Hyrule aus Wind Waker, wegen eben der selben Grafik so gesehen. Und ich habe sogar was, was für den König passt, also vereinen wir. Oh, das ist der Tyloria-Wald. Aha, ein Loch im Boden. Sie passen offenbar perfekt zusammen. Vielleicht geschieht etwas Gutes. Gut, der Minister möchte auch vereinen. Du willst Fragmente vereinen? Wir können es ja mal ausprobieren. Friedrich, leider habe ich jetzt keine grünen Fragmente mehr, also tut mir sorry. Du möchtest keine Fragmente vereinen? Dann bis zum nächsten Mal. Yep. Gut, na bitte, die wollen ja doch beide vereinen. Der König als auch der Minister selber wollen beide vereinen. Möchte sie vielleicht vereinen? Nö, sie nicht. Naja, ist auch nur eine Dienstmagd. Die kann sich sowas nicht leisten. Okay, na bitte, da habe ich schon wieder etwas offenbart. Ein Loch im Boden, wo wieder ein einzelner Minisch drin leben wird. Und da findet man ja oft auch interessante Sachen. Aber jetzt möchte ich erstmal zur südlichen Ebene gehen, da wo dieses Wasser verschwunden ist, wo solche Treppen nach unten führen, da muss ja auch irgendwas Besonderes sein. Ich finde die Musik ja auch so geil. Okay. Was ist denn jetzt? Na sowas, welch unverhofftes Treffen. Wenn das nicht mein ach so ehrenwerter ehemaliger Meister ist. Was? Fatih! Kann es sein, du Fatih? Immer noch in dieser jämmerlichen Gestalt? Mein Fluch ist stark, was? Jedenfalls ist er immer noch wirksam. Keine Kraft wird dich von ihm befreien. Du scheinst dich nicht geändert zu haben. Doch die Mütze schuf ich nicht für deine niederträchtigen Machenschaften. Eine Mütze, die die Wünsche desjenigen erfüllt, der sie trägt. Wunderbar. Dank dir bin ich jetzt einzigartig auf der Welt. Der größte Hexenmeister überhaupt. Jetzt fehlt mir nur noch das Force. Das habe ich alles dir zu verdanken. Hier ist mein Geschenk an dich. Warte, so warte doch, Fatih! Wow. Oh oh, Maulblinz! Oh mein Gott, die sind ganz schön gefährlich. Und auch furchtbar stark. Ebenfalls aus Wind Waker, bekannt noch aus anderen Zelda-Teilen und besiegt. Das war's schon. Was führt Fatih nur diesmal wieder im Schilde? Link, es ist wohl an der Zeit, dir alles zu erzählen. Fatih und ich, wir sind beide vom Volk der Minish. Ich bin in Tyloria als Weiser bekannt und Fatih war mein Schüler. Der Bursche war schon immer von der bösen Seite der Menschen fasziniert. Eines Tages nahm er die Mütze, die Wünsche erfüllen kann, an sich und setzte sie einfach auf. Fatih, was machst du da? Oh, welch schwarze Seele du doch hast! Ich bin nun ein Hexenmeister, meine Macht ist beispiellos! Was hast du nur vor? Alle 100 Jahre öffnet sich das Tor. Dieses Jahr ist es soweit.
Ich werde das Force erlangen und vollkommen werden. Niemand kann mich aufhalten. Nein! Na, was sagst du dazu? Der Fluch des Hexenmeisters. Dagegen kann auch der ehrenwerte Ezelo nichts ausrichten. Ich möchte mich nun verabschieden. Du kennst doch die Legende der Minish, nicht wahr? Die Minish übergaben einst den Menschen das Licht und das Schwert. Das Schwert der Minish und das Force. Force ist grenzenlose Zauberkraft. Fati darf sie nicht erlangen. Ich kam in die Welt der Menschen, um Fati aufzuhalten. So trafen wir uns im Wald. Ich werde wohl mit dem Fluch leben müssen. Doch Prinzessin Zelda kann gerettet werden. Mit dem heiligen Schwert. Es ist meine Schuld, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Deshalb werde ich dir helfen und alles tun, was in meiner Macht steht. Gut, Link. Genug gesprochen. Lass uns das nächste Element suchen. Ah, so ist das also. Die sind beide in Wirklichkeit Minish gewesen und haben sich halt dementsprechend verändert. Also Ezelo sieht deswegen so aus, weil auch er eben vom Fluch des Hexenmeisters getroffen wurde. Und jetzt gehe ich mal hier runter. Brauche aber allerdings erstmal eine Bombe. Und... Komm! So, ich gehe lieber hier oben lang. Schwupps. Aha, seht mal. Hier... Könnte ich mich dann später sogar schon verdreifachen, was ich allerdings jetzt noch nicht kann. Das geht erst, wenn ich das dritte Element gefunden habe. Deswegen kann ich diesen schweren Steinblock trotzdem nicht verschieben, selbst wenn ich zu zweit wäre. Und hier unten ist ein Herzteil versteckt. Das ist ja geil. Das nehme ich natürlich mit. Tada! Herzteile halten. Jetzt hast du drei Herzteile. Noch eins und du hast ein Herz mehr. Super. Oh, und hier ist ein Wasserfall und schwimmen kann ich ja noch nicht, dann muss ich wieder zurück. Dann gehe ich eben hier raus. Okay. Sehr schön, ein weiteres Herzteil für meine Wenigkeit. Also, ich will jetzt noch kurz eben zur südlichen Ebene. Mit mal hier drüben. Aha. Eine Brücke, die allerdings nicht vollständig ist, die kann ich nur von der anderen Seite aus aktivieren. Wartet mal, ich gehe jetzt wie gesagt erstmal aus der Stadt raus. Zur südlichen Ebene. Ich werde mal diese eine Fläche suchen, wo das Wasser verschwunden ist. Das müsste, glaube ich, irgendwie hier gleich gewesen sein. Hier drüben. Hier unten nämlich. Ja, genau. Wo geht's denn hier rein? Wow. Boah, alles voller Rubine, aber da sind doch sicher wieder... Raubschleime dabei, oder nicht? Nee, doch nicht. Geil, einfach verdammt viel Geld. Jetzt habe ich 77 Rubine, ist das geil. Ja, so kann man auch zu Geld kommen. Gut. Ich könnte außerdem überhaupt mal zu meinem Großvater gehen, weil der will bestimmt auch Fragmente vereinen, aber ich weiß nicht, ob ich was Passendes für ihn habe. Die meisten Leute wollen nämlich doch irgendwie immer grüne Fragmente vereinen, obwohl das eigentlich die häufigsten sind, aber... Ja, schauen wir einfach mal. Oh, schade, er will gar nicht vereinen. Oh, Link, strengst du dich an? Ruh dich ruhig im ersten Stock aus. Ich fertige Schwerter für die Soldaten, die gegen die Monster kämpfen. Ich würde dir ja gerne helfen, aber du musst Prinzessin Zelda alleine retten. Aha, naja, also er will einstweilen nicht vereinen, aber vielleicht irgendwann später. Kann man ja nie wissen. Immer wieder probieren, lautet die Devise. Hier war ich schon drin, hier war auch ein Herzteil und hier ist ein Loch. Nee, da ist gerade niemand. So, stirb. Und du auch. Na gut. Mann, immer dieser Postbote hier. Will niemand mehr mit mir vereinen? Dann eben nicht.
Na gut, vielleicht beende ich den Part ausnahmsweise mal etwas früher. Vereinen möchte dabei irgendwie niemand mehr. Ich kann auch nochmal hier reinschauen. Das ist nämlich das Haus des Bürgermeisters. Was für ein nutzloser Kauz. In diesem Zimmer stimmt etwas nicht. Hey, er will vereinen. Fragmente vereinen? Ja, sehr gern, sehr gern. Ah, das ist Bürgermeister Hagar. Der hätte ein rotes Fragment, was aber leider nicht zu meinem passt. Warum hast du nicht ein passendes? Du bist ein Trottel. Du möchtest nicht, komm wieder zur Mitte vorbei. Naja, auch hier kann ich mir wieder ein Portal machen, aber das bringt mir in dem Fall nicht wirklich viel. Und hier ist sogar noch eine Leiter, die in den Untergrund führt. Und hier ist eine Schatztruhe mit einem roten Glücksfragment. Jetzt sag bloß, das ist genau das, was ich brauche. Ich glaube nämlich direkt, dass das sein könnte. Dass das jetzt ausgerechnet das Passende ist. Dann werde ich mal sehen, ob dem auch so ist. Ja, es passt! Es passt! Ist das nicht geil? Na, schauen wir mal, was sich jetzt tut. Ah, das ist die Lon-Lon Farm. Da verschwindet auch wieder Wasser. Genau. Sie passen perfekt zusammen. Ich denke, jetzt passiert etwas Gutes. Ja, das ist wohl wahr. Gut, aber ich weiß noch, dass ich auch jetzt noch nicht wirklich zur Lon-Lon-Farm rein kann in das Haus, dass ich da nach hinten kann. Aber wenn wir mal auf die Karte gucken. Also erstmal haben wir hier jetzt zwei Schriftrollen der Schwertkunst, diese ganz mysteriösen Muscheln, den Klettering und hier das Flammen- und das Erdelement. Und drei von vier Herzteilen wieder. Und hier drin im Glücksbeutel habe ich jetzt dabei drei blaue Fragmente, die so aussehen. Und zwei, die so aussehen. Und ein rotes, das so aussieht. Also wir können auch sehen, dass es eben, wie gesagt, verschiedene Formen der jeweiligen Farben gibt. Also von Rot, Blau und Grün gibt es immer, soweit ich weiß, drei verschiedene Formen, die eben entweder passen oder auch nicht passen. Je nachdem, es muss halt eben alles ineinander greifen. Und die Karte zeigt mir jetzt eben an, wo sich noch die letzten beiden Elemente befinden. Das eine ist irgendwo hier unten, im Südwesten, und das andere eigentlich hier östlich der Lon-Lon-Farm. Aber naja, ich glaube, das alles werde ich dann im nächsten Part in Angriff nehmen. Also sehen wir uns auch im nächsten Part wieder hier in der Stadt. Also macht's gut. Tschüss.